So, und damit willkommen zurück bei Legend of Grimrock Falaga. Mir ist doch tatsächlich etwas in die Hände gefallen. Das nennt sich Dark Wand. Und in der veränderten Version habe ich bereits hier die, ja, eine kleine Nachricht angebracht. Irgendwie, dass man irgendwas mit Dunkelheit, dass dann das Blaue zum Vorschein tritt, irgendwie sowas. Denn als wir hier vorne die Dings beschwert haben, die Plattform ist da drüben das Licht angegangen, die ja, die Laterne. Und wenn wir das jetzt beschießen, ja, geht in der veränderten Version würde dann auch noch die das na, wie heißt die das Licht ausgehen, genau, die Laterne wird ausgehen. Und was wir jetzt hier nämlich freigeschaltet haben, ist dieses hier, und zwar eine, ja, ein Kristall. Jetzt muss ich kurz überlegen. Wir hatten ja noch und ja, dieser Weg. Das heißt, wir sparen uns jetzt diesen Weg außen rum und haben jetzt hier auch wieder die Abkürzung freigeschaltet. Also wo wir am Anfang kaum Möglichkeiten haben, ist jetzt eben alles miteinander verbunden. So. Jetzt hatten wir hatten irgendwo versteckt, genau hier, die Crystal Flowers, alle fünf. Jetzt müssen wir überlegen, was machen wir damit und wem geben wir das Ganze. Wir könnten im Grunde genommen versuchen, jedem das in die Hand zu drücken. Aber ich glaube, wir schauen lieber erstmal nach, wer das am nötigsten hat. Bei ihm, ja, das brauchen wir jetzt natürlich nicht mehr. Hätte man vielleicht vorher auch lösen können. Wie machen wir das am sinnvollsten? Er braucht auf jeden Fall noch eins für den Speer, dass er das Dual wielden kann. Ich würde sagen, wir machen das einfach mal so. Wir versuchen das einfach bei ihm und wenn es funktioniert, ist gut. Ansonsten haben wir nur noch ihn und dann müssen wir ohnehin die Leute wiederbeleben. Ah, perfekt. Damit haben wir den Skillpunkt verteilt. Der Augur's Grip, das heißt. Nee, können wir natürlich nicht. Wir können nicht Dual Wielden. Das funktioniert nur mit zwei Einhändern. Und das hier sind Zweihänder. Aber wir könnten. Genau, wir könnten das so machen. Hier haben wir das Licht auf der einen Seite und den. Was hat der? Critical plus 10%. Genau, ignoriert die Panzerung. Und dann haben wir die beiden hier mit dem. Ja, mit dem ganz normalen Angriff. Plus Dexterity, nicht hier Strength. Ah, die sollte man vielleicht auch irgendwann bei Zeiten mal austauschen. Beziehungsweise wir können auch das can't use, weil requires concentration 1. Da würde ich sagen, geben wir doch gleich noch ein und hoffen auf das Beste. Und auch das hat funktioniert. Ausgezeichnet. Das heißt, jetzt können wir mit dem angreifen und ja, ich hätte wirklich, ehrlich gesagt, lieber das andere. Obwohl, das macht, glaube ich, mehr Schaden. 5 bis 15 plus Stärke. Hier sind wir schon bei 23 Schaden. Warte mal, eh wieder dann, obwohl, was machen wir damit? Skilltechnisch hätten wir hier noch die Möglichkeit und dort was an Magie vielleicht zu aufzubringen. Oder wir gehen hier auf Dodging, das wäre auch noch die Möglichkeit. Hier sind wir auf Fire Magic, dass wir die Lebensenergie-Regeneration bekommen. Was hätten wir denn hier? Energy regenerates 20% faster. Hier können wir auch noch einen Punkt reinstecken. Haben dann hier auf Water Magic Level 2. Ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach mal. Da machen wir gar nicht lange rum. Und auch das ist gelungen. Aber wir haben ja schon gesehen, dass mit dem Versteinern ist durchaus eine Möglichkeit. Es wundert mich eigentlich ein bisschen, weil ich. Ja, die Wahrscheinlichkeit, einen Skillpunkt zu bekommen, ist eigentlich relativ gering. Aber jetzt haben wir schon drei hintereinander. Nicht, dass ich das versehentlich jetzt umgedreht habe, das größere Zeichen, größer, kleiner, wie auch immer. Ja. So, damit haben wir den Focus Trade für Wasser. Damit hat er auch Resist Cold 50 statt 40. Und wir regenerieren schneller die Energie. Das heißt, wenn ich mit ihm angreife,
Dann müsste sich jetzt das einfach schneller wieder aufladen hier oben. 20%. Was hätten wir noch für eine Möglichkeit? Hier sind wir jetzt im Grunde genommen durch mit den beiden. Hier sind wir mit Firearms und Alchemy durch. Ja, hier sieht es ein bisschen... Ich würde sagen, hier geben wir einfach noch, versuchen noch zwei rauszuholen, dass wir hier die schnelleren Angriffe haben. Dann kann sie schneller schießen, weil es die späteren Gewehre doch relativ hohe Nachladezeiten haben. Da wäre das natürlich ideal. Kann man wahrscheinlich nicht geben, wenn sie über den Jordan ist. Hätte man eigentlich schon vorher machen können, aber gut. Und auch das wieder gelungen. Also da muss ich auf jeden Fall nochmal reinschauen, weil das scheint mir ein bisschen merkwürdig, dass es jedes Mal gelingt. Bei den vorherigen Playtests war das eigentlich eher komplett anders. Da waren irgendwie von 10, manchmal 15, nicht ein einziger dabei, aber ja, vielleicht muss ich auch einfach nur wieder hochsetzen. Weil so ist es ja nicht gedacht, dass man es einfach isst und es passiert nichts. Aber gut, das nehmen wir jetzt einfach mal in Kauf. So, damit am Uncanny Speed. Damit dürfte auch ihr Gewehr einen Cooldown, einen geringeren Cooldown haben. Ja, das waren doch, glaube ich, 4 Sekunden etwa. Weil es ja noch zusätzlich zu dem anderen, zu dem Reload Expert Cooldowns reduced by 15%. Das müsste auch noch mit dazu zählen. So, damit haben wir das alles soweit abgeschlossen. Wir haben... Oh genau, ne, das können wir noch nicht machen. Das heißt, jetzt steht doch tatsächlich das, was wir schon vor einer ganzen Weile in Planung hatten, auf der Tagesordnung, dass hier... Nein, wieder nicht. Denn wir müssen ja noch da hinten das andere Rätselchen lösen. Ja, auch hier ist alles in der anderen Version ein bisschen verändert, aufgehübscht, verschönert. Ja, hier ist nämlich jetzt offen. Und hier entstehen die zwei... ja. So, es schießt uns jetzt hier hinein zum Licht. Und es ist natürlich abgeschlossen. Jetzt würde ich gerne wissen, was... Ja, Mortar und Pestel brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Was haben wir noch? Einen Sack. Oh, da fällt mir ein, wir haben auf der... Hier in der Mitte haben wir noch... habe ich vorhin gesehen, haben wir noch was liegen lassen. Da war, glaube ich, auch noch ein Sack, wenn ich mich nicht irre. Drücken wir das einfach ihr in die Hand. Das müsste ja eigentlich alles einsortiert werden. Nein, tut es nicht. Okay. Daneben von Hand. Mirror. Ach, das Ding, genau. Resist all plus 5 und Protection. Das ist halt perfekt für die... ja, für die Abwehr, weil sie mit allen Teilen, glaube ich, weiß nicht, 20 oder 25... Punkte die Abwehr erhöht. Und das ist natürlich nicht schlecht. Hier haben wir Rogue. Hier wollten wir Studded Leather geben. Und hier für die Lebensenergie. Aber ich würde sagen, wir... Ja, wir verzichten aber auf das Reed Set. Face Mask hätten wir auch noch. Ein bisschen schlechtere Evasion. Was ist das? The tightly woven cloth of this mask aggravates breathing, but filters toxic fumes. Ja, und damit hätten wir, wie wir eine Stat sehen können, Resist Poison 78, wenn wir so ausziehen. Ja, das gibt 30 Punkte. Giftresistenz ist, glaube ich, ganz angenehm. Ich würde sagen, das nehmen wir. Vor allem, weil wir jetzt noch hinabsteigen müssen. Dahin, wo es ja, ziemlich giftig wird. Das ist jetzt tricky. Da reinschießen, da kommt's raus. Okay, das hat nicht funktioniert. Noch einmal ein Versuch. Okay, man sieht es leider nichts. Aber was passiert ist, der eine Teleporter hat das Ding aufgefangen. Der andere hat es dann auf uns zugeschossen. Und als es dann hier gegengeschlagen ist, ist das hier erschienen... Ist da noch mehr? Nein. Und das ist was?
Potion of Dexterity. Okay, wer braucht Dexterity? Natürlich unsere Fernkämpfer hinten. Dann bekommt das... Oh, vorne hat es eigentlich auch gereicht. Egal. Jetzt machen wir ja, bis 69 Punkte Schaden momentan. Aber wie gesagt, es gibt ja noch bessere Sachen. Spätestens wenn wir ins Hochland kommen, bekommen wir dann eine neue Waffe. Ja, obwohl die ganze Wüstengegend könnten wir eigentlich auch mal angehen. Ich würde sagen, wir versuchen oder starten jetzt einen Versuch hier in der Mitte. Oder wir lassen es ja hinunter. Obwohl jetzt ist es wahrscheinlich nicht unbedingt sonderlich schwer, weil ich weiß, was uns erwartet. Und das macht das Ganze doch um einiges leichter. Aber dann haben wir den Bereich zumindest mal abgeschlossen und können dann wohin auch immer weiter. Du isst mal fleißig. So, jetzt überlegen. Wir müssen das, was ich gerade markiert habe, holen, richtig? Alles klar, habe ich doch richtig gesehen. Da war nämlich noch ein Sack mit vielen schönen Dingen. So, damit könnten wir jetzt auch ein paar Bomben zaubern, aber für den Moment würde ich sagen, noch nicht. Ja, die Crit Chance, das bleibt auf jeden Fall drin. Wie viel haben wir denn momentan mit ihr? 24%, okay, das kann sich dann doch sehen lassen. Überlegen, was können wir... sind die schwer? Nein, eigentlich nicht. Die Flöte wiegt ein halbes Kilo. Okay, Fackeln wiegen ein Kilo, das heißt... Dann machen wir hier einfach mal den Fackelsack. Und, Moment, der hatte was anderes in der Hand, logischerweise. Der hatte eine... Ach, das, genau, das Fire Sword. Ist er auf Level 5? Er ist... Er hat dann aber keine Kraft mehr, das heißt, er muss das verwenden. Ah, jetzt ist der wieder beladen. Oder überladen. Wir sind... Ja... Wieder mit ein paar Kilochen drüber. Oh, Mann. Wenn ich das anziehe, dann gehen die Werte runter. Hier passiert nichts. Und vom Schaden her, das Skelett mit Stärke und das Skelett ebenfalls mit Stärke. Welche ist da besser? Ah, das ist schon besser hier. Da haben wir das mit dem... Oh, das ist Aufspießen? Nein, das ist die Physical-Geschichte. Health Regeneration oder mit dem Ding angreifen. Komm. Wir laufen jetzt mal ohne rum. Wir haben jetzt ein kleines Set, womit sich die Lebensenergie schneller wieder regeneriert. Damit wir mal was gebacken bekommen. Gut. Dann würde ich sagen, zaubern wir Licht, damit wir auch was sehen. Dann jetzt geht's hinab ins Dunkel. So, hat irgendwer... Oh ja, genau, die Feuerdinger benutzen wir auf jeden Fall. Ein Stein? Nein. So. Das heißt, wir haben zwei Bomben und danach wechselt sie einfach zur Shotgun. Ja, dann wird das gespeichert und jetzt geht's hinab. Vielleicht sollten wir Lebensenergie regenerieren lassen vorher. Bevor wir da runterspringen. Ja, und ich würde sagen, wir benutzen auch mal diesmal endlich die Mushrooms, die wir noch so zahlreich haben. Enraging, ja, das können wir mal verwenden. Da muss sowieso Wasser sein, das geht also klar. Das hat funktioniert, das hat nicht funktioniert und das hat es. So, und damit geht es auch schon los. Oh, minimalster Schaden. Ach, herrlich. Okay, den hat's verrissen. Dann können wir auch hier wieder aufs Schießgewehr wechseln. Die müssen schnell weg. Denn natürlich spawnen die als nach. Und der ist schon der Erste, der frisch geschlüpft ist. Ach. Ah. Renn du nur, du Wurm. Ja, das Gift wird jetzt einfach mal ignoriert.
weiß, wie... Nein, ich würde sagen, wir machen die erstmal alle platt. Also wie es aussieht, spawnt da wieder einer endlos. Das gibt's doch nicht. Ja, verdammt. Ja, diese Criticals sind schon sehr, sehr angenehm beim... Piraten. Aber natürlich geht es auch tatsächlich nur bei ihm. Andere Klassen hätten längst nicht diese diese hohe Zahl an Crit oder Crit-Chance. Das ist wirklich nur ein ein Teil des Piraten. So, damit hätten wir hier alles bis zum Ausgang erledigt. So, jetzt können wir es mal ein bisschen genauer umsehen. In der Hoffnung, dass da hinten der Spawner wirklich auch aufgehört hat zu spawnen. Also da hinten. Ich höre aber nichts, das klingt schon mal gut. Nein, das klingt nicht gut. Naja, die Almosen an... Ja, die Almosen nehmen wir trotzdem mal mit. Jetzt kurz überlegen, wir haben hier... Okay, Javelins sind aber reine Wurfwaffen, ne? Jo, requires throwing one. Okay, das ist nur zum Werfen da. Hier haben wir wieder eine Giftgeschichte. Kriegt er, was ist das? Poison Arrows. Die kommen in den Köcher, selbstverständlich. Mann, wieso geht der verfluchte Spawner jetzt nicht aus? Notfalls, wie gesagt, muss ich kurz einen Cut machen. Ja, der spawnt hier immer wieder. Gut. Dann mache ich hier kurz einen Cut. Und, ja, schaue, dass ich hier den Spawner manuell deaktiviert bekomme. Also, danke fürs Zuschauen soweit und bis gleich.